Hohes Präsidium, verehrte Kolleginnen und Kollegen, im Grunde ist Verbraucherschutz etwas Gutes. Der grundlegende Zweck des Verbraucherschutzes besteht darin, Ungleichgewichte zwischen Lieferanten, das heißt Unternehmen, und Kunden, das heißt Verbrauchern, zu beseitigen, da letztere manchmal im Nachteil sind. Die EU-Verbraucherrechte-Richtlinie und ihre nationale Umsetzung haben dieses Ungleichgewicht aber nur umgedreht und verschlimmbessert, anstatt es zu lösen. Jetzt sind die Unternehmen im Nachteil. Das betrifft vor allem inhabergeführte Unternehmen des kleinen Mittelstandes. Und gleichzeitig werden auch die Verbraucher verwirrt. Der Grund ist eine absurde Überregulierung jenseits des reellen Lebens. Durch die Ausweitung der Informationspflichten der Unternehmer und der Widerrufsrechte der Verbraucher sollen Letztere geschützt werden, zu Recht, wenn sie bei Haustürgeschäften über den Tisch gezogen werden. Wenn also Drückerkolonnen unaufgefragt auftauchen und Verbrauchern an der Haustüre Unnützes aufschwatzen. Doch der Amtsschimmel hat überzogen. Er hat die seit 2014 geltenden Regeln, die für dubiose Hausgeschäfte ja sinnvoll sind, auf alle Geschäfte ausgedehnt, bei denen Leistungserbringung und Auftragserweiterung außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmens erfolgen, nämlich beim Kunden. Hunderttausende ehrlicher Handwerker, Freiberufler, IT-Betreuer und so weiter, die ihre Leistungen nicht im Büro, sondern beim Kunden erbringen und das auch noch auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin, diese werden mit Drückerkolonnen gleichgesetzt und in Rechtsunsicherheit und Existenznöte getrieben. Ein einfaches Beispiel. Der Kunde wünscht zusätzlich zu bisher vereinbarten Leistungen spontan die Installation einer weiteren Steckdose in seiner Wohnung. Die früheren Regelungen erlaubten es dem Elektriker, diese Auftragserweiterung vor Ort unbürokratisch zu erledigen. Art und Umfang der zusätzlichen Leistungen auf den Angebotszettel schreiben, Preis, Datum, Kundenunterschrift, fertig, aus die Maus. Nicht aber so die seit 2014 gültigen Regeln. Entweder muss jetzt der Kunde die Installation zu Hause abbrechen und mit dem Handwerker in seine Geschäftsräume fahren, was abwegig ist, oder der Elektriker macht vor Ort zusätzliche Angaben, die er dem Kunden schriftlich aushändigen muss. Das sind Eigenschaft der Ware oder Dienstleistung inklusive Art der Preisberechnung, Zahlungslieferungsleistungsbedingungen inklusive Lieferfrist, Mängelhaftungsrecht, Garantieansprüche, Widerrufsbelehrungen und Belehrungen zum Verlust dieses Widerrufsrechts bei Leistungserfüllung innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist und so weiter und so fort. Der Kunde ist doch an einer sofortigen Leistungserfüllung bei sich zu Hause interessiert. Aber die Belehrungslitanei wird zum Hauptarbeitsinhalt des Elektrikers, anstatt die geforderte Steckdose zu verlegen. Vergisst der Handwerker nur einen Punkt dieses Belehrungsreigens, verlängert sich die Widerrufsfrist von 14 Tagen auf maximal ein Jahr und 14 Tagen. Der Vertrag kann während dieser Frist vom Verbraucher ohne Grund angefochten und das Geld zurückgefordert werden. Ein Sachmangel muss nicht vorliegen, wobei ja nicht mehr zurückgefordert werden kann, was schon verbaut worden ist. Und das führt dazu, dass viele Betriebe schon um 4- bis 5-stellige Eurobeträge geprellt wurden. Der Bau ganzer Treppenhäuser oder Dächer wurde wegen fehlender Belehrung nicht bezahlt. Und jetzt möchte ich Sie fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP und auch der Mittelstandsunion, ich beschreibe hier eine gemeinsame Position von uns allen. Und jetzt können Sie auch mal klatschen, obwohl es von der AfD kommt. Aber wenn ich sehe, dass Sie nicht klatschen, dann heißt es, Sie haben das Mittelstandsthema uns, der AfD, schon lange kampflos überlassen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Das Ganze, um was es sich hier dreht, ist kein Verbraucherschutz mehr, sondern Unternehmensgängelei. Bei gleichzeitiger Verwirrung vieler Verbraucher durch bürokratische Lehrstunden. Daher beantragt die AfD Folgendes. Erstens, dass die Bundesregierung die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie überprüft, ob Spielräume für eine minderbürokratische Umsetzung vorhanden sind.
und diese legislativ nutzt. Zweitens, falls dies nicht oder nur unzureichend möglich ist, soll die Bundesregierung über den EU-Rat die EU-Kommission auffordern, die EU-Richtlinie bürokratisch zu entrümpeln. Werte Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, die AfD und ich laden Sie herzlich ein zur konstruktiven Mitarbeit an unserem Antrag, das heißt über alle Partei- und über alle Fraktionsgrenzen hinweg, damit wir für die Betroffenen etwas erreichen, was in diesem Hohen Haus unsere Aufgabe ist, und zwar gemeinsam. A. Einen fairen Ausgleich der berechtigten Interessen von Verbrauchern und Unternehmen, und das sind vorwiegend Unternehmen des inhabergeführten kleinen Mittelstandes, und B. Entlastung dieser mittelständischen Firmen von einer existenzbedrohenden bürokratischen Überregulierung, welche gerade den Verbrauchern, die eigentlich geschützt werden sollen, aufgrund ihrer Absurdität oft nichts nützt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich bedanke mich beim Herrn Präsidenten. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Hendrik Hoppenstedt, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Zuschauertribüne, und da möchte ich es mir nicht nehmen lassen, besonders eine Besuchergruppe aus meinem Wahlkreis heute Morgen begrüßen zu dürfen. Ja, man muss was für seine Wiederwahl tun, meine Damen und Herren. Sie kommen aus Isernhagen, Sie kommen aus der Wedemark und Sie kommen aus Wunsdorf. Meine Damen und Herren, bei dem Antrag der AfD muss man dreierlei tun. Erstens mal sich die Frage stellen, was steht im Antrag drin? Das ist selbstverständlich. Zum Zweiten muss man sich die Frage stellen, was steht da alles falsch drin? Und zum Dritten muss man sich die Frage stellen, was steht eigentlich alles gar nicht drin? Zu dem Ersten, was steht im Antrag? Das haben wir eben schon so ein bisschen gehört. Die AfD kritisiert, dass seit Umsetzung der Verbraucherrechte-Richtlinie in 2014 im BGB geregelte Widerrufsrecht der Verbraucher und die damit verbundenen Informationspflichten der Werkunternehmer, das heißt der Handwerker. Die Forderungen haben Sie eben von Herrn Müller vernommen, deswegen möchte ich die jetzt nicht noch mal wiederholen. Interessant ist auch die Frage, wie werden diese Forderungen begründet, und auch das wurde kurz eben angerissen. Nach Auffassung der AfD führen Widerrufsrecht und Informationspflichten, ich zitiere, zu einem unverhältnismäßigen Zuwachs an bürokratischen Anforderungen. Mit markigen Worten wie Vielzahl an Bürokratie, Konvolut an Informationspflichten, Bürokratielitanei malt die AfD das Bild, das infolge dieser ausufernden Bürokratiepflichten der Wirtschaftsstandort Deutschland in Gänze gefährdet sei. Man könnte glauben, der Untergang des Abendlandes stehe bevor. Meine Damen und Herren, damit eins ganz klar ist und wir uns hier nicht missverstehen, auch für uns ist Bürokratieabbau ein Herzensthema. Die Große Koalition hat deshalb in der letzten Wahlperiode eine Bürokratiebremse eingeführt. Bei jedem neuen Regelungsvorhaben müssen in gleichem Maße Belastungen abgebaut werden, das heißt one in, one out, das kennen Sie alles. Und damit wird auch ein Anstieg bürokratischer Belastungen für die Wirtschaft vermieden. Und das funktioniert übrigens ausgesprochen gut. Auch in dieser Wahlperiode wollen wir Bürokratieabbau weiter voranbringen, unter anderem durch 1:1 Umsetzung von EU-Vorgaben, durch Vereinheitlichung von Schwellenwerten und, hören Sie doch einfach mal einen Augenblick zu, und durch die One-in-One-out-Regelung auch auf europäischer Ebene. Bürokratieabbau ist daher ein wichtiges, auch für uns wirklich elementares Thema. Trotzdem scheint die Kritik der AfD doch ein bisschen dick aufgetragen zu sein. Den Informationspflichten kann man mit 2, höchstens 3 Vordrucken nachkommen. Diese stellt der Gesetzgeber übrigens im EG-BGB inklusive Ausfüllhilfen zur Verfügung. Wenn ein Handwerker dieses Gesetzeswerk nicht zur Hand hat, was ja jetzt keine Schande ist, dann kann er sich problemlos bei seiner Handwerkskammer vor Ort oder beim ZDH diese Vordrucke im Internet herunterladen. Worum geht es in der Sache? Es geht um den Verbraucherschutz bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Werkverträgen. Ein Verbraucher bestellt zum Beispiel einen Handwerker zu sich nach Hause, damit der Handwerker sich die Situation vor Ort ansehen kann und zur Besprechung gewünschter Leistungen.
Wenn es dort zum Vertragsschluss kommt, hat der Verbraucher grundsätzlich ein Widerrufsrecht. Die Frist beträgt 14 Tage. Bei fehlender oder nicht ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung verlängert sich diese auf maximal ein Jahr und 14 Tage. Hat der Handwerker nicht korrekt informiert und beginnt mit den Arbeiten, dann hat er nach allgemeinem Werkvertragsrecht tatsächlich keinen Anspruch auf Wertersatz, wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht. Der Verbraucher schuldet Wertersatz nur dann, wenn der Verbraucher vom Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass er vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Arbeit beginnt, wenn er dieses Verlangen auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt hat und wenn der Unternehmer den Verbraucher über das Widerrufsrecht ordnungsgemäß informiert hat. Ich gebe zu, das klingt einigermaßen kompliziert, aber ich habe ehrlich gesagt, ja, es ist, wenn man sich damit befasst, ganz einfach. Aber für einen Freitagmorgen kurz nach 10 ist das in der Tat jetzt mal für ein solches Auditorium hier nicht ganz unkompliziert. Und da fragt man sich natürlich, wer sowas um diese Zeit auf die Tagesordnung setzt. Diese Regelung entspricht übrigens 1:1 der Richtlinie und ist Inhalt des Musterwiderrufsformulars. Keine oder falsche Belehrung führt dazu, dass es keinen Wertersatz gibt. Diese Rechtsfolge ist in der Tat ein scharfes Schwert. Was hat man sich dabei gedacht? Ein Widerrufsrecht, das der Verbraucher nicht kennt, nützt ihm nämlich nichts. Widerrufsrecht und Belehrungspflicht sollen Anreiz zur ordnungsgemäßen Belehrung durch Vertragspartner geben. Und deshalb ist die von der Richtlinie vorgesehene Rechtsfolge so rigoros. Was ist also dem Handwerker zu raten? Er sollte Widerrufsbelehrungen zu Vorortterminen mitnehmen und sich vom Besteller die Übergabe schriftlich bestätigen lassen. Er sollte mit den Arbeiten möglicherweise erst nach Ablauf der Widerrufsfrist beginnen oder, wenn der Verbraucher sofortigen Beginn der Arbeiten wünscht, dann müssen die von mir eben dargestellten drei Voraussetzungen gegeben sein, damit er schlimmstenfalls Wertersatz erhält. Man kann sich in der Tat die Frage stellen, ob eine Regelung, die beim klassischen Verbrauchsgüterkauf sinnvoll ist, auch für alle Werkverträge passt. Wenn man an Fälle denkt, in denen der Verbraucher den Handwerker ausdrücklich zu sich nach Hause bestellt hat, kann es tatsächlich unbillig sein, dass der Handwerker im Ergebnis kostenlos arbeitet, weil er fehlerhaft informiert hat. Allerdings haben sich die Handwerker seit 2010 mit dieser Regelung arrangiert. Der Wirtschaftsstandort Deutschland, meine Damen und Herren, ist jedenfalls dadurch nicht gefährdet. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist möglicherweise wesentlich stärker gefährdet, wenn Sie mit Ihren ausländerfeindlichen Ausfällen auf Ihren Aschermittwochsveranstaltungen weiter sozusagen als da entsprechend für Unmut sorgen. Das ist ein viel größeres Problem für unsere Wirtschaft. Zu der Frage, was steht eigentlich, hören Sie doch mal einfach zu, regen Sie sich nicht mehr auf, was steht eigentlich nicht im Antrag? Und jetzt komme ich, Herr Müller, zu Ihren geliebten Steckdosen. Im Antrag wird als plastisches Beispiel auf die Installation einer zusätzlichen Steckdose abgestellt. Haben Sie ja nun häufig genug jetzt auch schon mündlich dargestellt. In über 95% aller Fälle werden Steckdosen aber entweder in Neubauten oder aber bei Generalsanierungen von Gebäuden verbaut. Für diese gilt aber das seit dem 1. Januar diesen Jahres geltende Bauvertragsrecht. Das ist tatsächlich erst seit wenigen Wochen sozusagen Gesetzeslage. Leider ist Ihr Steckdosenbeispiel, was Sie hier so prominent irgendwie immer nach vorne schieben, etwas, was auf einer veralteten Rechtslage fußt. Das wäre mir jetzt an Ihrer Stelle ein bisschen peinlich, aber ehrlich gesagt, kann ich ja hier noch mal ein bisschen für Aufhellung sorgen. Das Widerrufsrecht des Verbrauchers gemäß 312 BGB, was Sie hier kritisieren, und die daraus resultierenden Informationspflichten des Werkunternehmers gelten nämlich bei Verbraucherbauverträgen gerade nicht. Die Steckdose können Sie als Verbraucher schlimmstenfalls über eine einseitige Anordnung sich legen lassen, ohne dass der Handwerker in irgendeiner Form etwas belehren müsste. Für den gesamten Verbraucherbauvertrag, der das ganze Bauvorhaben betrifft und nicht nur eine einzelne Steckdose, gilt ein spezielles Widerrufsrecht. Bei diesem speziellen Widerrufsrecht gelten andere Rechtsfolgen als bei den von Ihnen zitierten. Für das Verbraucherbauvertragsrecht haben wir nämlich aus der Verbraucherrecht-Richtlinie gelernt und richtlinienkonform geregelt, dass der Unternehmer, anders als im sonstigen Werkvertragsrecht, Anspruch auf Wertersatz hat, wenn der Besteller das Widerrufsrecht wahrnimmt. Verbraucher schuldet Wertersatz grundsätzlich in Höhe der vereinbarten Vergütung. Das ist gut für den Unternehmer, damit ist der Handwerker aus dem Schneider. Fazit und letzter Satz.
Der Zentralverband des deutschen Baugewerbes sagt, dass das Baugewerbe keine großen Auswirkungen von Widerrufsrechten erwartet. Der ZDH sieht das übrigens ganz genauso. In der Praxis ist demnach das Widerrufsrecht bei Bauverträgen und damit auch bei ihren Steckdosen jedenfalls kein generelles Problem, weswegen ich Ihnen auch keine große Hoffnung darauf machen kann, dass wir Ihrem Antrag irgendwann mal zustimmen werden. Vielen Dank. Hendrik Hoppenstedt aus der Unionsfraktion verweist darauf oder sagt, dass Teile des Antrags zumindest der AfD-Fraktion, über den hier gerade diskutiert wird, auf einer überholten Rechtslage beruhen. Nächste Rednerin in dieser Aussprache ist Sarah Rüglewski für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren von der AfD, wir haben das ja schon ein paar Mal jetzt heute gehört, Bürokratie und EU-Schelte, das ist ja sozusagen Ihr Lieblingsstilmittel. Es ist nur blöd, wenn das wie im vorliegenden Antrag vollkommen ins Leere läuft. Denn schauen wir uns doch mal ganz genau an, um was es hier geht. In Bezug auf die Widerrufsregeln wurde in der Verbraucherrechtslinie eigentlich nur Selbstverständliches geregelt. Ziel war es, Rechtssicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber gerade eben auch für Handwerker und andere Dienstleister zu schaffen. Wir haben das ja vorhin schon gehört. Das ist keine ganz unkomplizierte Materie, aber mit der vorliegenden Richtlinie ist es eben möglich, genau zu wissen, wie muss ich belehren, was muss ich dem Kunden mitteilen vor Vertragsabschluss und was für Folgen hat es eben. Und so zu tun, als ob das etwas wäre, was nur für Verbraucherinnen und Verbraucher einseitig sinnvoll ist, das ist absoluter Quatsch. Und von daher haben wir hier eigentlich eine gut vorliegende Situation. Und natürlich ist es auch nicht so, dass es nur darum geht, dass es möglicherweise Vertragsabschlüsse gibt, wo irgendwelche windigen Drückerkolonnen bei mir vor der Tür stehen, sondern es gibt natürlich auch Situationen und gute Gründe, der Kollege Hoppenstedt hat das beschrieben, wo man auch fernab der berüchtigten Kaffeefahrten oder dem klassischen Haustürgeschäft einen Vertrag abgeschlossen hat, den man später widerrufen möchte. Sei es, dass man sich vielleicht im Rohbau hingestellt hat und gesagt hat, der Innenarchitekt hat mir die Wandgestaltung so schön beschrieben und als er durch die Tür ist, habe ich aber festgestellt, vielleicht möchte ich diese Farbe dann doch nicht haben. Dafür gibt es dieses Widerrufsrecht. Oder, das ist dann ein weiterer klassischer Fall, den wir eben halt hatten, man bestellt eben den Schlüsseldienst, der dann anreist und sagt, Sie sind hier in einer Notlage. Wenn Sie möchten, dass ich Ihnen die Tür aufmache, dann kostet das jetzt plötzlich so und so viel Geld. Da kann ich sagen, das will ich nicht. Und hinzu kommt noch der Mehrwert, dass ich jetzt auch einfach wissen muss, bevor er den Auftrag ausführt, was kostet mich das, und zwar inklusive aller versteckten Nebenkosten. Und auch, dass Handwerkerinnen ihren Kundinnen und Kunden jetzt angeblich ganze Sammelmappen, wie sie das so schön in ihrem Vertrag beschrieben haben, vorlegen müssen, ist einfach absoluter Quatsch. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat eine gute Internetseite. Da kriegen die das hin, genau das auf einem Kasten, der ist ungefähr so groß, zu beschreiben, über was müssen Kundinnen und Kunden, müssen Verbraucherinnen und Verbraucher belehrt werden. Man hat die Möglichkeit, sich Musterwiderrufsbelehrungen und Musterinformationen runterzuladen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Im Wesentlichen, also bei dem klassischen Handwerker ist es noch nicht angekommen, dass es ein Internet gibt und dass sie einen Zentralverband des deutschen Handwerks haben. Finde ich interessant. Im Wesentlichen geht es doch nur darum, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, was sie kaufen oder bestellen. Also es muss genau gesagt werden, um was geht es denn hier eigentlich vor Vertragsabschluss, wer es anbietet oder erbringt, damit ich im Zweifelsfall auch weiß, wem gegenüber ich Gewährleistungsansprüche habe, unter welchen Bedingungen das geliefert wird, also was beinhaltet die Ausführung eines Auftrages, was sind Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen und was kostet es? Ganz selbstverständliche Sachen, die jeder von uns, glaube ich, vor Abschluss eines Vertrages wissen möchte. Und hinzu kommen dann noch die entsprechenden Informationen über das Widerrufsrecht und die Fristen, wie Herr Hoppenstedt schon ausgeführt hat. Ein Bürokratiemonster, meine sehr verehrten Damen und Herren, sieht anders aus. Und auch für Ihre Sammelmappe reicht das bei weitem noch nicht.
Und es ist ja auch nicht so, als ob diese strikten Vorschriften eben für alles gelten, sondern sie entfallen da, wo es keinen Sinn macht oder mit erheblichen Nachteilen für Handwerker verbunden wäre. Wenn ich natürlich jetzt zu Hause einen Rohrbruch habe und dringend jemand brauche, der mir das repariert, und ich dann ausdrücklich zustimme, nachdem mir gesagt wurde, was kostet mich das, was wird genau gemacht, dann verzichte und gesagt bekomme, dass ich auf mein Widerrufsrecht verzichte, wenn ich jetzt der Ausführung zustimme, dann bin ich raus. Das ist doch absolut praxistauglich. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde das auch interessant, dass Sie immer so tun, als ob hier Gesetze im luftleeren Raum geschlossen werden. Wir haben im Deutschen Bundestag ein Gesetzgebungsverfahren, was betroffene Verbände schon im Gesetzgebungsverfahren mit einbezieht. Also dieses Gesetz ist nicht entstanden, ohne dass man die Handwerker und ihre Zentralverbände und die Handwerkskammern entsprechend mit eingebunden hat. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass es seit Einführung dieser Verbraucherrechte-Richtlinie oder in der Umsetzung in deutsches Recht eigentlich keine Beschwerden gegeben hat. Ja, Sie können ja mal gerne, das sind ja beides sowohl der Zentralverband des deutschen Handwerks, ja, wissen Sie, aber es ist, Sie müssen nicht schreien. Also, nö, müssen Sie nicht. Nee, tue ich nicht. Es ist ja schön, es gibt immer Einzelfälle, wo es Probleme gibt. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen hier Gesetze für die Allgemeinheit und nicht für Einzelfälle. Und wenn es Probleme gibt, sowohl der Zentralverband des Deutschen Handwerks als auch die Handelskammern, die sind ja üblicherweise meinungsstark. Und das meine ich im positivsten Sinne. Und von denen haben wir dazu nichts gehört. Im Gegenteil, auf ausdrückliche Nachfrage haben sie noch mal betont, dass es aus ihrer Sicht keine Probleme gibt. So. Und die Tatsache, Sie wissen auch ganz genau, dass das Einzelfälle sind, weil Sie haben in Ihrem Antrag keinen einzigen Lösungsvorschlag gemacht. Da steht nur drin, man möge es überprüfen und möglicherweise anpassen. Dann sagen Sie doch mal, was eine praxistaugliche Lösung wäre. Aber Lösung, ja, super, wir schaffen alle Gesetze ab, dann haben wir auch keine Probleme mehr damit. Ich kann das auch verstehen, dass Sie da keine Lösung vorschlagen, weil Lösungen für Scheinprobleme, die fallen wahrscheinlich jedem schwer. Aber ich mache jetzt mal einen ganz konstruktiven Vorschlag, weil uns allen gemeinsam ja das Handwerk auch am Herzen liegt. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein, sich mal mit einer ganz konkreten Forderung des deutschen Handwerks näher zu beschäftigen. Der Zentralverband fordert nämlich beispielsweise als Beitrag zur Deckung des Fachkräftebedarfs ein Einwanderungsgesetz. Den vorliegenden Gesetzentwurf der SPD-Fraktion kann ich Ihnen bei Interesse gerne noch mal zuleiten. Vielen Dank. Am Schluss noch ein praktischer Vorschlag von Sarah Rygulewski aus der SPD-Fraktion hier in dieser Debatte, die sich beschäftigt mit einem Antrag der AfD zum sogenannten Handwerkerwiderruf und bei dem viele Redner sagen, dass es das Problem, so wie es die AfD beschrieben hat, nicht gebe. Nächster Redner ist Roman Müller-Böhm aus der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Damen und Herren, immer wieder hören wir von Seiten der AfD-Fraktion, Sie seien lösungsorientiert und konstruktiv. Erst noch am Dienstag hat die Fraktionsvorsitzende Weidel bei NTV eben jenes gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Sie darauf kommen. Mein Eindruck ist ein gänzlich anderer. Sie zeichnen hier ein Bild voller Pessimismus. Dabei lassen Sie viele Vorteile für Verbraucher und Unternehmen vollkommen außer Acht. Das ist nicht ehrlich. Schauen Sie sich die Statements der Verbände doch einmal an, die zum Beispiel des Zentralverbandes des Deutschen Handwerkes oder die des Handwerkblattes. So schrecklich, wie Sie das Bild zeichnen, ist es in Gänze nicht. Mit den Regelungen ist das Handwerk großteils zufrieden. Was Sie betreiben, ist schlichtweg Schwarzmalerei. Verstehen Sie mich nicht falsch. Uns Freien Demokraten ist dieses Thema und sind auch die Belange der kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr, sehr wichtig. Wir stehen aber für ehrliche Lösungen in der parlamentarischen Arbeit. Wären Sie, wie behauptet, wirklich an einer Lösung interessiert, dann hätten Sie diese ja fordern können. Das allerdings bleiben Sie uns hier schuldig. Mit einem Prüfauftrag helfen Sie unserem Handwerk nicht weiter. Die Probleme müssen hier im Parlament gelöst werden. Mit diesem Schnellschuss werden Sie dem Anspruch des Hohen Hauses nicht gerecht. Wieso fordern Sie zum Beispiel denn nicht, den Paragraphen 312 BGB anzupassen? Wieso fordern Sie zum Beispiel nicht, die Ausnahmen und Tatbestände des Paragraphen 312G des BGB genauer zu definieren? Und außerdem sagen Sie doch wenigstens auch, dass Verbraucher durch das Gesetz vor schwarzen Schafen geschützt werden. Sagen Sie doch wenigstens auch, dass es zahlreiche Ausnahmen für die Betriebe gibt. Sehen Sie zum Beispiel gerne mal Artikel 246a, Paragraph 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch an.
Lesen hilft. Und dann sagen Sie doch wenigstens auch, dass dieses Gesetz die Widerrufsfrist bei mangelhafter Belehrung erstmals konkret begrenzt hat. Das war vorher unbegrenzt. Aber auch diese Änderungen werden von den Handwerksverbänden gelobt. Aber auch das zu erwähnen, haben Sie wohl leider vergessen. Ich habe mir mal erlaubt, bei den Handwerkskammern anzurufen, mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks zu sprechen und mit den Verbraucherzentralen Kontakt aufzunehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, konstruktive Oppositionsarbeit wäre es gewesen, Lösungen anzubieten, tatsächliche Änderungen anzustreben. Ihnen aber fehlen Forderungen, die über einen Prüfvertrag hinausgehen. Der gestalterische Anspruch fehlt, und genau das ist eben nicht konstruktiv. Wissen Sie, ehrliches Interesse für die Probleme der Bürgerinnen und Bürger erfordert auch, Lösungen zu erarbeiten und Vorschläge zu unterbreiten. So könnten ja zum Beispiel Ihre Abgeordneten im Europäischen Parlament, welches ja für die zugrunde liegende Richtlinie verantwortlich ist, für eine entsprechende Änderung einsetzen. Ich habe da nichts gehört. Sie wälzen aber diese parlamentarische Aufgabe auf die Bundesregierung ab, was natürlich immer leicht ist, Aufgabe auf andere abzuwälzen. Nehmen Sie doch mal bitte Ihre parlamentarischen Rechte und Pflichten selber wahr. Wenn Sie dem Handwerk wirklich helfen wollten, dann würden Sie aufhören, das Handwerk gegen den Verbraucherschutz auszuspielen. Wir Freie Demokraten, wir fordern eine Mittelstandsklausel auf Bundesebene. Die Ist-Besteuerung bei der Umsatzsteuer und die Rücknahme der Vorfälligkeit bei den Sozialversicherungsbeiträgen, das ist wahre Handwerkspolitik. Wieder zeigt sich hier, dass Sie Ihre Versprechen nicht halten. Sie benennen ein Problem, aber bleiben einem anderen eigenen Lösungsansatz bleiben Sie uns schuldig. Das zeugt nicht nur von fehlender Lösungsbereitschaft. Das ist vor allem eins: Effekthascherei. Effekthascherei auf dem Rücken der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Roman Müller-Böhm für die FDP-Fraktion lässt auch kein gutes Haar an diesem Antrag, über den hier gerade debattiert wird. Nächste Rednerin Amira Mohamed Ali aus der Linksfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Das Widerrufsrecht, das die AfD hier für Handwerkerleistungen verändern möchte, das wurde eingeführt, um Verbraucherinnen und Verbraucher vor Überrumpelung und vor Übervorteilung zu schützen. Diese Gefahr besteht bei Gesprächen unter vier Augen in den eigenen vier Wänden. Das Widerrufsrecht ist ein Schutzrecht für Verbraucherinnen und Verbraucher, die in vielen Lebensbereichen eben keine Profis sind. Ein Problem, das wir Verbraucherschützer übrigens haben, ist, dass viele Menschen diese Regelung gar nicht kennen und daher von ihr gar keinen Gebrauch machen. Für die Linke ist es wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher über ihre Rechte aufgeklärt werden, um nicht von den unlauteren Unternehmen über den Tisch gezogen zu werden. Die gibt es nämlich leider auch. Es ist die Ausnahme, aber es gibt sie, und sie bringen die Branche in Verruf. Und unlautere Unternehmen sind unserer Ansicht nach nicht schutzbedürftig. Nun meint die AfD, dass diese Widerrufsregelung insbesondere Handwerksbetrieben Probleme bereiten würde. Bürokratie müsse abgebaut werden. Das ist ja ein gern bemühtes Stichwort. Komischerweise besonders gern, wenn es um die Beschneidung von Verbraucherrechten geht. Leider ist es bei der AfD wieder mal nur eine irreführende Symbolforderung. Sie schaffen ein bedrohliches Spukgespenst, undurchsichtige, unüberbrückbare bürokratische Hürden und machen sich dabei selbst zum Geisterjäger. Natürlich gibt es Probleme mit übertriebener Bürokratie, die das Handwerk auch belasten. Das stimmt. Und das kritisiert die Linke auch. Aber hier reden wir über eine Widerrufsbelehrung, die der Gesetzgeber vorformuliert hat. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das auszudrucken. Das ist so der Text. Ich habe es groß gedruckt. Ne? Also das ist, darüber reden wir jetzt hier. Das ist die übertriebene Bürokratie. Also ich bitte Sie. Die Linke hat einmal mit den Betroffenen über das Gesetz gesprochen. Der Zentralverband des deutschen Baugewerbes sieht in der Umsetzung des Gesetzes keine Herausforderungen. Ihr Beispiel mit der Steckdose, das Sie gerne bemühen, ist ja auch gerade schon gesagt worden, das ist einfach nicht wahr. Natürlich muss die Steckdose bezahlt werden. Auch der Zentralverband des deutschen Handwerks hat uns gesagt, dass sie nie auf die Idee gekommen wären, eine Änderung zu fordern. Und sie haben uns auch gesagt, dass sie von der AfD nicht instrumentalisiert werden möchten. Und spätestens das macht doch deutlich, dass es der AfD nicht um Rechtssicherheit oder die Sorgen der Verbraucher oder der Handwerker geht. Es geht um eine Selbstinszenierung als angebliche Beschützerin der kleinen Leute. Und das ist lächerlich. Und ich muss Ihnen schon sagen, die Argumentation der AfD, dass das ja eine so unübersichtliche Anforderung sei, die gerade die kleinen Handwerksbetriebe überfordert,
Das hat mich nicht nur überrascht, das ärgert mich auch. Denn mein Schwiegervater ist Malermeister. Und der führt mit meinem Schwager zusammen einen kleinen Betrieb in Ostfriesland. Und er hat mir gesagt, dass er mit dem Handwerkerwiderruf überhaupt keine Schwierigkeiten hat. Und ist es Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass sowohl den Handwerkern als auch die Kunden, dass die von der Widerrufsbelehrung auch profitieren? Denn sie bietet beiden Seiten Rechtssicherheit. Und genau das hat auch der Zentralverband des Deutschen Handwerks bestätigt. Es wird deutlich, die AfD hat von der Lebensrealität der Menschen keine Ahnung. Die Handwerker zu doof, der Kunde überfordert. Das ist die Quintessenz der Argumentation. Und das zeigt auch, welches Menschenbild sie pflegen. Kolleginnen und Kollegen, reden wir doch über die tatsächlichen Probleme des Handwerks. Wie können wir sicherstellen, dass wir europaweit einheitliche Rechts- und Qualitätsstandards haben und damit dem ruinösen Unterbietungswettbewerb auf Kosten der Beschäftigten, auf Kosten der Qualität, dass wir dem Einhalt gebieten? Verbraucherrechte schützen auch Qualitätsstandards. Es gibt kein Gegeneinander von Verbraucherschutz und Handwerk, es ist ein Miteinander. Qualifizierte Handwerker profitieren davon. Ein weiteres Problem, das real existiert, ist, dass viele Betriebe keine Auszubildenden mehr finden. Und das hat eben nicht nur mit veränderter Bildungsstruktur zu tun, sondern auch mit der Bezahlung während der Ausbildung und im späteren Berufsleben. Und auch deshalb streitet die Linke für einen höheren gesetzlichen Mindestlohn, für einheitliche und gute Bildungsstandards und eine Verstärkung der Arbeitnehmerrechte. Wir kämpfen für ein Verbot der Leiharbeit. Das sind die tatsächlichen Herausforderungen. Die muss man diskutieren und die muss man lösen. Damit müssen wir uns befassen und keine Gespenster jagen. Vielen Dank. Amira Mohamed Ali aus der Linksfraktion in dieser Aussprache. Es gibt eine Kurzintervention aus der AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir haben jetzt nun von vielen Fraktionen hier bereits sehr markige Worte in Bezug des Handwerks gehört. Leider war bis jetzt kein einziger Redner am Pult, der auch das Handwerk in der Form vertritt, weder im Beruf noch in früheren Berufen. Ich kann für meine Person sagen, ich bin seit 15 Jahren Handwerksmeister, bin in meinem Wahlkreis direkt gewählt worden. Ich vertrete hier das Handwerk als einer der wenigen in diesem Hause. Wie Sie vielleicht wissen, sind in diesem Hohen Haus von 709 Abgeordneten nur 7 Handwerksmeister überhaupt vertreten. Und ich kann sehr wohl sagen, was das Handwerk betrifft. Ich bin mit dem ZDH in Verbindung mit den Handwerkskammern. Wir wissen, wie die Probleme sind. Ich weiß nicht, mit welchen Leuten Sie geredet haben, die Ihre Probleme wahrscheinlich nicht richtig geschildert haben. Das scheinen wahrscheinlich Lobbyorganisationen zu sein. Wir Handwerker haben hauptsächlich zu befinden, was die Probleme sind. Und wir sagen ganz deutlich, und auch die AfD-Fraktion, dieses Verbraucherrichtliniengesetz und Widerrufsrecht, das kann abgeschafft werden, wie so viele andere Gesetze. Das ist wohl wahr, weil das nur uns reguliert und uns in unserer täglichen Arbeit stört und behindert. Das ist das Problem. Vielen Dank. Herr Kollege, Sie haben zwar nicht auf die Rede von der Frau Kollegin Mohamed Ali Bezug genommen, trotzdem hat sie nach unseren Regeln die Möglichkeit, darauf zu antworten. Wollen Sie nicht? Müssen Sie nicht, dann erteile ich als nächste Rednerin das Wort der Kollegin Dr. Manuela Rothmann zu ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Krupalla, ich weiß nicht, mit wem Sie reden. Hier haben alle beschrieben, mit wem Sie geredet haben. Vielleicht ist auch das Teil des Problems der AfD, die sich so gerne zur Handwerkerpartei machen möchte, dass Handwerker bei Ihnen so Leute sind wie Herr Poggenburg, über den man lesen muss, dass er seine Beiträge zur Handwerkskammer noch nicht mehr entrichtet. Die Kolleginnen und Kollegen haben hier die Luft aus diesem Antrag schon rausgelassen. Und ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, Ihre und meine Lebenszeit damit noch mal 4 Minuten zu verschwenden. Ich will einen letzten Punkt klarstellen. Das hilft Ihnen vielleicht in Ihrer handwerklichen Praxis. Sie vermischen hier die Rechtsfolgen von Verletzungen von Informationspflichten mit der Unterlassung der Widerrufsbelehrung. Das vermischen Sie. Es ist die Methode AfD. Ich suche ein Problem, und wenn ich keins finde, dann denke ich mir eins aus. Aber wenn der AfD keine echten Probleme im deutschen Handwerk einfallen, dann will ich Ihnen gerne weiterhelfen. Nehmen wir die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge. Die deutschen Sozialkassen sind voll. Und jetzt kommt, weil Sie
ja gestern und heute wieder von der schlimmen Zuwanderung in die Sozialsysteme geredet haben. Es kommt eine ganz unangenehme Wahrheit. Die Sozialkassen sind voll, weil wir Zuwanderung haben, weil wir junge Menschen haben, die aus dem Ausland kommen und in die deutschen Sozialversicherungen einzahlen. Das heißt, wir hätten jetzt die Chance, die Vorfälligkeit abzuschaffen, zurückzukehren zur Rechtslage vor 2006. Und das heißt, jeder Handwerksbetrieb würde einmal im Monat sich mit dem Thema befassen. Er hätte kein Liquiditätsproblem mehr. Das wäre eine Lösung. Oder wenn Sie sonst kein Problem finden, gucken Sie in die Februarausgabe der Deutschen Handwerkszeitung. Da steht, dass 60% aller Inhaber von Handwerksbetrieben eine gesetzliche Rente von unter 600 Euro zu erwarten haben. Und dazu gibt es von der AfD aus den letzten Jahren genau zwei Äußerungen. Also ich habe zwei gefunden, vielleicht haben Sie mehr geäußert. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Frau von Storch kann danach fragen. Also es gibt die Äußerung eines sächsischen Landes. Sie gestatten keine Zwischenfrage? Nein, alles, es ist auch meine erste Regel. Also da gibt es den sächsischen Landtagsabgeordneten Beger, der beklagt, dass die Altersarmut der Handwerker und seine Analyse ist tiefschürfend, wie sie meistens bei der AfD ist, das Licht an der Alimentierung Griechenlands, an den Kosten für den Unterhalt von Hunderttausenden Einwanderern ohne legitimen Asylgrund und an der Geldflutung der Märkte durch die EZB. Das ist die Analyse aus dem Jahr 2016. Im Jahr 2017 hat die Deutsche Handwerkszeitung die AfD gefragt, Altersvorsorge für Handwerker, was wollen Sie denn da machen? Und im Jahr 2017 hat die AfD gesagt, da haben wir Beratungsbedarf. Das ist die AfD, die am Aschermittwoch sagt, wir wollen nicht den Kuchen, sondern die ganze Bäckerei. Ihnen fällt zu einem zentralen Problem für die meisten Inhaber von Handwerksbetrieben nichts ein. Und der Beratungsbedarf ist scheinbar immer noch nicht abgeschlossen. Deswegen kommen Sie ein weiteres Jahr später mit der Verbraucherrechtlinie um die Ecke mit einem Nichtproblem. Sie sind nicht die Partei des Mittelstands. Sie sind leider nur die AfD. So, und jetzt kommt wahrscheinlich die Kurzintervention von Beatrix von Storch, wenn sie sich nicht anders überlegt hat. Die hat sich's anders überlegt, weil sie eine Zwischenfrage stellen wollte. Damit kommen wir jetzt zum letzten Redner in dieser Debatte. Alexander Hoffmann ist das. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Allzu oft bemüht die Politik den Satz, Handwerk hat goldenen Boden. Ich bringe den Satz heute deshalb, weil ich auch glaube, der Satz ist durchaus Verpflichtung für die Politik. Wir, die wir hier sitzen, haben nämlich tatsächlich die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Unternehmer, Handwerker in unserem Land gut existieren und arbeiten können. Ich glaube, dass wir die Aufgabe haben, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Handwerker rechtssicher agieren können. Und wir haben selbstverständlich auch die Verpflichtung, Sorge dafür zu tragen, dass wir vor allem Handwerksbetriebe nicht erdrücken mit überbordender Bürokratie. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir das als Daueraufgabe begreifen. Und deswegen ist es zunächst einmal gut, wenn wir heute im Rahmen dieses Antrags mal genau darüber reden und Rückschau halten und eben bewerten, ob wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was Bürokratie angeht, übers Ziel hinausgeschossen sind. Und dabei hat Ihr Antrag den Bereich des Widerrufsrechts, der Widerrufsbelehrungen im Blick. Und beim Antrag lesen war ich eigentlich positiv gestimmt, weil ich dachte, naja, der Antrag bekennt sich ja zunächst einmal ganz klar zur Erforderlichkeit des Widerrufsrechts auch im Handwerkerbereich. Da war ich jetzt nach der Kurzintervention vom Kollegen nicht mehr ganz so sicher, weil das ganz anders geklungen hat. Ich glaube schon, dass wir uns einig sind, dass wir das Widerrufsrecht auch in diesem Bereich brauchen. Denn wie so oft hat es die Politik und auch Europa nicht ohne Not geregelt, sondern es waren schwarze Schafe, die am Schluss dazu geführt haben, dass wir handeln mussten, um letztendlich Sorge dafür zu tragen, dass nicht der Verbraucher der Leidtragende ist. Und Beispiele gibt es heute noch. Ich habe ein paar dabei. Hier, wenn der Dachhai zweimal klingelt, 16.500 Euro für falsche Handwerker. Die Teerbetrüger finden immer mehr Opfer. Aber ich glaube auch generell, ohne diese Fälle ist es zunächst einmal natürlich wichtig, dass wir differenzieren
und nicht alle Handwerker über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, dass auch im allgemeinen Verbraucherschutz es wichtig ist zu sagen, wir wollen Verbraucher schützen vor Überrumpelung. Und wenn wir dann in die unterschiedlichen Bereiche gehen, dann muss man eben feststellen, dass gerade im Baubereich oder auch im Bereich der Finanzberatungen immer weitreichende Entscheidungen oder oftmals getroffen werden. Und deswegen ist es gut, wenn die Menschen dann noch mal 14 Tage Zeit haben, sich zu überlegen, ob sie diesen Vertrag tatsächlich weiterhin aufrechterhalten wollen. Dennoch muss das oberste Gebot die Ausgewogenheit sein. Wir müssen abwägen zwischen dem Verbraucherschutz auf der einen Seite und der Frage, wie hoch dürfen maximal bürokratische Anforderungen an Handwerker, an Unternehmer sein. Und jetzt schreiben Sie in Ihrem Antrag von uferlosen Informationspflichten. Jetzt hat es der Kollege Hoppenstedt schon dargestellt, es ist mit Sicherheit komplex. Und ich will es nicht kleinreden. Aber von uferlos kann man gar nicht reden. Wenn Sie im Internet gucken, das waren ein paar Klicks, dann kommen Sie hier auf verschiedene Musterbeispiele für Widerrufsbelehrungen. Ich habe hier ein ganz tolles Beispiel von der Handwerkskammer, ich darf sagen, Herr Präsident, Frankfurt Rhein-Main. Da ist die Widerrufsbelehrung auf einer Seite als Vordruck aufzufinden und die Verbrauchererklärung ebenfalls auf einer Seite. Sie sehen, uferlos ist das mit Sicherheit nicht, durchaus noch ein fassbarer Umfang. Und natürlich muss man sagen, die Missbrauchsgefahr ist da. Wenn Sie einen Kunden haben, der nicht zahlungswillig ist, dann fängt er unter Umständen an, mit fadenscheinigen Argumenten Gründe dafür zu suchen, warum er nicht zahlt. Aber da gehört zur Ehrlichkeit natürlich zunächst einmal dazu, dass man sagt, dafür gibt es andere Gründe, die er dann heranzieht. Natürlich ist das Widerrufsrecht durchaus anfällig. Wir haben es im Bankenbereich erlebt, dass es durchaus kompliziert sein kann. Und je komplizierter, umso eher schleicht sich ein Fehler ein. Aber die Argumente, die ich von Handwerkern höre, warum Kunden nicht zahlen wollen mit fadenscheinigen Argumenten, sind, das habe ich nicht beauftragt, es waren keine 5 Steckdosen, sondern nur eine. Die Steckdose funktioniert nicht. Wir hatten einen anderen Preis vereinbart. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat vor 4 Jahren als Handwerker ein Unternehmen gegründet. Der hat am Anfang Verträge noch per Handschlag machen können, bis er dann den ersten Kunden hatte, der behauptet hat, wir haben einen anderen Preis vereinbart. Und seitdem wird alles dokumentiert. Von der Farbe bis zur Höhe, zur Breite, bis zum Material und letztendlich bis genau zum Produkt. Das heißt, die traurige Wahrheit ist, dass Sie heute Handwerker ohne Bürokratie, ohne Dokumentation gar nicht mehr sein können. Deswegen sage ich, es ist richtig. Die Paragraphen 312, 356 fortfolgende BGB, die sind durchaus komplex. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir uns die Zeit nehmen, in einem solchen Verfahren darüber zu reden. Aber wir sollten nicht Probleme dort konstruieren, wo keine Probleme sind. Und am Ende durchaus noch eine Bemerkung. Ich bin schon etwas verwundert, weil ich mir bei Ihrem Antrag in dem Bereich Lösungen erhofft hätte. Stattdessen ist es so, dass Sie keine Idee haben, wie man das Problem löst. Sie umschreiben es vage. Wir haben schon gehört, es existiert gar nicht. Und dann soll ausgerechnet die Bundesregierung die Lösung für Ihr Problem bringen. Ich erinnere Sie aber daran, dass es doch die Bundesregierung ist, die Sie eigentlich nicht haben wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alexander Hoffmann für die Unionsfraktion noch mal. Und als ich vorhin gesagt habe, Beatrix von Storch habe ihre Kurzintervention zurückgezogen, stimmte das nicht ganz so? Sie haben es vielleicht in den Bildern auch gesehen, dass sie ganz und gar nicht einverstanden war, dass sie nicht zu Wort gekommen ist. Und deswegen ist der parlamentarische Geschäftsführer Baumann ja auch noch mal zum Bundestagspräsidenten gegangen, hat sich aber da auch nur eine abschlägige Meinung zu diesem Vorgang abgeholt.